Ja. Darf ich noch mal, bevor wir zu McDonald's fahren, noch eine Runde mit meinem Roller um den Block fahren oder zum Reiterhof vorbeifahren? Da muss ich Papa mal fragen, was sagt er dazu? Ja, von mir aus ich gern, ja. Da kann ich meine Danke. Zeitung lesen. Danke, Papa. Danke, Mama. Bitte, bitte. Ach Mann, Mama, die nervt immer so mit dem Umziehen. Das ist ja dumm. Jetzt fahre ich erstmal eine Runde mit dem Roller. Hallo, Frau Martin. Hallo, Tschüss. Tschüss. Ah! Hallo, bist du der Osterhase? Das sehe ich so aus. Ich habe zwei Ohren und habe Ich zwei glaube lange schon. Ohren. Ja, ich glaube auch, dass ich der Osterhase bin. Aber wieso rennst du denn nicht weg und hast Angst vor mir? Meine Mama sagt immer, Osterhasen, die haben Angst vor Kindern. Ja, du hast mich ja auch gerade umgefahren, da kann ich ja nicht wegrennen. Aber trotzdem. Tja. Osterhase, ich habe eine Frage. Ja. Sollen wir uns treffen, wenn ich wieder von McDonald's komme? Können wir machen. Normalerweise komme ich ja erst morgen. Aber heute ist doch schon Ostern. Stimmt, ich habe mich im Tag vertan. Oh je, je, wie mache ich das denn jetzt? Dann hast du ja noch eine Menge zu tun mit den Kindern. Okay, dann treffen wir uns später. Bis. Ja, aber ich habe noch eine Frage an dich. Ich kann dich, wenn wir uns treffen, wenn du noch was vorhast, dann kann ich dir helfen. Oh, das mache ich lieber mal allein. Bis später. Bis Tschüss. später. Habe ich das jetzt wohl nur geträumt oder habe ich wirklich den Osterhasen gerade eben getroffen? Ich weiß es gar nicht. Na, endlich bist du wieder zurück. Wir wollten doch längst ins McDonald's fahren. Du warst dabei lange weg. Ja, ich bin kurz hingefallen und dann hat mir Frau Martin geholfen, ein Pflaster auf mein Knie zu machen. Oh, okay. Mama, wann sind wir endlich Noch da? 5 Minuten. Oh Mama, ich habe eine Frage. Was? Wenn wir dann beim McDonald's sind, darf ich dann direkt bevor das Essen für euch kommt, ja meinen Tomatenbrei essen? Natürlich. Yay! Hier ist ein guter Platz für uns. Oh ja, da können wir uns auch auf eine Bank setzen. Ich bestelle schon mal was für euch. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gern zwei Happy Meal, ein Happy Meal bitte ohne Pommes, und zwei Cheeseburger, eine Cola. Und eine Fanta. Okay, was hätten Sie denn gerne für ein Spielzeug? Da nehme ich die beiden Bücher. Gut, es wird gleich gebracht. Vielen Dank. Danke. Warum dauert das so lang? Esst nicht so schnell, Kinder. Alles mit der Ruhe. Mein Tomatenbrei ist viel besser als euer Zeug. Das stimmt nicht. Ich kann es ja gar nicht fassen, damit ich den früher mal gegessen habe. Igitt, es schmeckt gar nicht. Unser Burger ist leckerer. Mhm. Kinder, beruhigt euch. Jeder hat das, was er will. Ich habe das tolle Märchenbuch. Dafür habe ich aber ein tolles Pferdebuch mit allen Geschichten von Pferde und von Bibi und Tina. Cool. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gerne einmal das Royal Käse-Menü mit Pommes und Ketchup. Welches Getränk? Cola Zero. Okay, das macht dann 8,95 €. Oh, ich hab's nur als Klorolle dabei. Können Sie tauschen? Klorollen als Zahlungsmittel? Okay.
Hallo Osterhase. Hallo, da bist du ja schon wieder. Lecker. Wie war euer Besuch bei McDonald's? Ich hätte noch eine Frage. Ja. Hast du auch schon alle Geschenke ausgeteilt? Ja, das wirst du nachher sehen. Okay, ich muss jetzt noch schnell nach Hause, weil meine Mama und mein Papa, die stehen immer so früh auf. Ich muss noch schnell mein Abendessen essen. Bis Bis bald. Tschüss. bald. Der Osterhase hat uns Meerschweinchen gebracht. Der Osterhase hat auch eine Hundehütte Oh, der Puppihase hat mir eine Dassel gebracht. toll. Emma, hast du nicht genau hingeguckt? In der Hundehütte war noch Mamas Handtasche, wo sie sich so unbedingt gewünscht hat. Nein, habe ich nicht gesehen. Papa, Papa, komm schnell, hinterm Grill ist dein Geschenk, ein Sportgerät oder so ein Trainingsgerät oder irgendwas, was du wolltest. Oh, super, das Laufrad, das ich mir schon immer gewünscht habe.